Das Barmherzigen. Alhamdulillah, ya Rabbi al-Alamin. Allah lob sei Allah, dem Herrn der Welten. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wie wir eben schon gesehen haben, dieser Christ, der dort angesprochen wurde, das war der König von Äthiopien gewesen, Najashi, in der Zeit des Propheten, Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Und dieser Najashi, er war bereit gewesen, nachdem der Bote zu ihm gekommen ist, in späterer Zeit, nachdem die Wahrheit zu ihm gekommen ist und er sie genau betrachtet hat, anzunehmen, denn er ist Muslim geworden. Aber viele Leute heutzutage und auch viele andere Leute zur damaligen Zeit waren nicht bereit und sind nicht bereit, der Wahrheit zu folgen, wenn sie zu ihm kommt. Woran liegt das? Woran liegt es beispielsweise, dass der König von Persien diese Sache zerrissen hat und sagt, manche, lass mir von so einem Ziegenhirten wie dir etwas erzählen, von einem arabischen Ziegenhirten. Und so sehen wir heutzutage genauso einige Leute reden. Sie wissen nichts von Islam, außer was sie in irgendwelchen Fernsehsendungen gesehen haben oder außer was sie in dem streng unislamischen Muslim, türkischen oder marokkanischen oder egal aus welchem Land er kommt, somalischen Muslim gesehen haben, der sich also streng nicht an die Regeln hält des Islam, sondern viele schlechte Sachen macht. Und sie wollen gar nicht hören von Islam. Und selber, wenn man sie fragt, was ist die Wahrheit, sie wissen nicht, was die Wahrheit ist. Die meisten Leute hier, sie nehmen einfach die Religion an, die ihre Eltern angenommen haben und wollen dieser Sache blind folgen und denken, ich vertraue schon meinen Eltern, das wird mich schon ins Paradies bringen. Und der, der so denkt, der hat sich getäuscht. Denn wie wir schon gesehen haben, ist der Islam die einzige Religion, die Allah annimmt am jüngsten Tag. Ich rede von mir. Für mich persönlich war es am Anfang erstmal eine schmerzhafte Erfahrung, als Christ zu sehen, dass es in dieser, dass diese Religion nicht vollkommen ist, sondern dass es in dieser Religion Widersprüche gibt und Fehler gibt. Es war für mich selber schmerzhaft. Nur was muss man daraus machen? Ein Schmerz, der soll dazu führen, dass man sich verbessert. Zum Beispiel, wenn ich einen Schmerz in der Hand habe, weil ich mich verletzt habe, was hilft mir das? Das hilft mir, dass ich danach mit dieser Hand nicht so viele Sachen anpacke und diese Hand wieder heilen kann. Also wenn es bei mir einen Schmerz verursacht, dass ich sehe, dass etwas bei in meinem Glaubenssystem, beziehungsweise jetzt im Christentum, etwas nicht richtig ist, dann muss ich weiter suchen und weiter und versuchen, die Wahrheit zu finden. Nicht nur einfach sagen, ja, ich bin so geboren, okay, und so sterbe ich auch, das war's. Nein, die meisten Leute, ich frage sie, fragen Sie sich selber in Ihrem Herzen. Seien Sie dazu bereit, der Wahrheit zu folgen. Seien Sie dazu bereit, wirklich die Wahrheit objektiv zu betrachten. Verbinden Sie sich nicht. Halten Sie nicht aus Ihren emotionalen Gefühlen an etwas fest, was Sie nicht verstehen. Ich frage Sie, was ist die Erbsünde? Glauben Sie wirklich, oder fangen wir noch anders an, was ist die Trinitätslehre? Glauben Sie an die Trinitätslehre? Glauben Sie, dass es drei göttliche Personen gibt, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, und dass diese drei aber zusammen ein Gott sind, nach athanasianischem Glaubensbekenntnis von einem Mann, der im 4. Jahrhundert nach Christus gelebt hat? Diese Sache von der Trinität, diese Doktrin, diese Glaubenslehre wurde erst festgelegt im Jahre 324 nach Christus auf dem Nizäischen Konzil. Glauben Sie daran? Glauben Sie, dass Jesus Gott ist und laut Lukas 26, Vers 39 fällt Jesus zu Boden und betet zu Gott und sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das heißt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das heißt, Jesus ist von Gott eine getrennte Person. Und Jesus ist nicht Gott, weil sonst wäre sein Gott, wenn Jesus wesensgleich wäre mit Gott, wäre sein Wille ja auch der Wille des Vaters, in dem Sinne, biblischen Sinne, und dann hätte das Gebet keinen Sinn. Wenn wir sagen, die sind wesensgleich, alle drei Personen, Vater, Sohn, Heiliger Geist, sind gleich mächtig, gleich wissend, gleich und so weiter, dann muss Jesus allwissend sein und der Vater und der Heilige Geist. Okay, in Markus Evangelium, Kapitel 13, Vers 32, dort steht, dass Jesus nach dem jüngsten Tag gefragt wird. Und er sagt, das weiß nicht ich, das wissen nicht die Engel im Himmel. Und er weist nur auf den allmächtigen Gott hin, dass er das weiß, wann der jüngste Tag ist. Wenn ich Sie frage, ist Jesus nun allwissend? Ist Jesus nun allmächtig? Und Jesus sagt selber, dass er nicht allwissend ist. Denn Jesus weiß nicht, wann der jüngste Tag ist. Also entweder war Jesus nicht allwissend oder Jesus lügt Sie an. Lügt Jesus? Audhu billah.
Jesus a.s. ist einer der gewaltigsten und ehrenhaftesten Gesandten des allmächtigen Gottes. Er lügt nicht. Er sagt, er weiß es nicht. Jetzt wird einige sagen, Jesus hat etwas durch seine Menschlichkeit von der Göttlichkeit abgegeben. Was heißt das? Heißt das, wir verpacken einen Gott in eine menschliche Kluft und danach ist Gott nicht mehr allmächtig? Dann war er auch vorher nicht allmächtig. Denn die Allmacht kann man mit nichts und niemand nur durch nichts erniedrigen. Ich kann nicht Steine werfen gegen die Allmacht und dann ist die Allmacht danach nur noch halbe Allmacht. Und außerdem, wenn es so wäre, dass Jesus durch seine Menschwerden, sein angebliches Menschwerden, was von der Göttlichkeit verloren hätte, was ist dann mit dem Heiligen Geist? Weil Jesus sagt hier, nur einer weiß, also der Gott im Himmel, also nur der allmächtige Gott weiß es. Also er meint, nur in der Bibel steht, nur der Vater im Himmel weiß es. Ja? Wörtlich gesagt. Natürlich, er sagt nur einer. Nur, das heißt kein anderer. Das heißt, was ist mit dem Heiligen Geist? Er ist ja kein Mensch geworden und hätte auch dementsprechend nichts von seiner Göttlichkeit abgegeben. Nun weiter. Was sagt Jesus in Markus 12, Vers 28, wenn ich richtig zitiere? Er wird gefragt, guter Meister. Von einem Mann kommt zu ihm und sagt, guter Meister, was muss ich tun, um ins Paradies zu kommen? Und er sagt, niemand, warum nennst du mich gut? Ich bin nicht gut, es gibt nur einen, der gut ist, das ist Gott. Also ist Jesus Gott? Warum glauben sie daran, obwohl sie es nicht verstehen und obwohl Jesus dagegen spricht? Weil sie, und ich möchte sie nicht damit bekämpfen, ich möchte sie damit nicht angreifen, ich möchte sie damit wecken, weil sie dieselbe Haltung haben wie diese Menschen, die aufgerufen worden sind, die gesagt haben, nein, meine Oma, mein Opa, die können doch nicht alle falsch gewesen sein. Meine Glaube, mein Christentum, mein dies, mein das. Und ich soll einem Hirten folgen, einem Araber? Sie haben dieselbe Haltung, denn sie verstehen auch nicht. Sie sagen nicht, sie sind rechtgeleitet. Glauben Sie, Jesus ist für ihre Sünden gestorben? Und in Hesekiel 18, Vers 21 steht, dass niemand die Sünden von einem anderen trägt. Und im ganzen Alten Testament wird niemals erwähnt, dass irgendjemand für die Sünden der Menschen stirbt, sondern es wird darauf verwiesen, dass man die Salvation, also das Heil bekommt dadurch durch seine Taten und den Glaube. So wie es der Islam bestätigt, also bestätigt der Islam die alten Schriften und die Bibel widerspricht den ältesten Schriften. Und sind Sie bereit? Sagen Sie, okay, ich bin meiner Frau fremdgegangen, ich habe den ganzen Koks genommen, ich habe, was weiß ich, die Pfeife geraucht mit irgendwelchen Drogen drin und ich habe dies gemacht und habe den betrogen und habe das gemacht und was weiß ich, was wissen Sie alles, was Sie gemacht haben? Oder manche Leute, die sagen, ja, ich war immer ein guter Mensch. Aber vielleicht, das ist meistens ein Zeichen, dass das Herz schon ziemlich schwarz geworden ist. Ja, wenn man sagt, ja, ich habe nichts Schlechtes gemacht. Aber sagen wir mal, Sie wissen, was Sie am besten gemacht haben. Und Sie haben andere neben dem allmächtigen Gott angebetet und haben jetzt bei der Fußball-WM vom Fußballgott geredet, A'udhu Billah, und haben Horoskope gelesen, wo im Alten Testament, und zu Wahrsagern sind Sie gegangen, wo die ganz genau im Alten Testament steht, dass das eine Art von Götzenverehrung ist. Und was weiß, welche Glücksbringer Sie als Götzen verehren. Und Sie sagen, Sie sind gut. Und Sie sagen, kein Problem, jemand, ich lege meine Seele auf den Tisch und jemand anders ist für meine Sünden gestorben. Sagen Sie, sind Sie sich ganz sicher, es geht um ewiges Paradies oder ewige Hölle? Ewiges Paradies oder ewige Hölle? Sind Sie sich ganz sicher, dass irgendjemand anders für Ihre Sünden gestorben ist? Ich glaube nicht, dass Sie es sind. Und deswegen sage ich Ihnen, schauen Sie nach der Wahrheit. Zerreißen Sie den Zettel nicht und sagen, ich folge keinem Araber. Ich folge nur meinem Opa, sondern schauen Sie nach der Wahrheit. Suchen Sie die Wahrheit. Und wenn ein Christ beispielsweise seine Religion, den Islam, annimmt, dann wechselt er im Prinzip nicht seine Religion. Warum? Weil zum Beispiel, ich gebe ein Beispiel, wenn ich beispielsweise einen schönen Anzug habe und ich bin beispielsweise etwas dicker geworden, was mache ich dann mit dem Anzug? Nehme ich den Anzug und schmeiße den Anzug in den Müll? Nein, ich gehe zu einem Schneider und der wird den etwas weitermachen für mich, an dieser Stelle und an dieser Stelle. Und genauso ist es mit einem Christen, der den Islam annimmt. Er wechselt nicht im Prinzip die Religion, sondern
Er macht einige Abstriche, zum Beispiel Glaube an Erbsünde und so weiter. Und er macht einige Hinzufügungen. Das heißt, Glaube an Mohammed, Glaube an den Koran und so weiter, diese Regeln. Das ist das. Also, aber ihre Liebe für Jesus, ihre Liebe für Maria, ihre Tugendhaftigkeit, ihre Ehrlichkeit, das, was sie durch ihren Glauben erworben haben, das sollen sie nicht wegschmeißen. Nein, das nehmen sie mit. Und aber das, was zu ihnen als Wahrheit gekommen ist, dem folgen sie weiter. Und das ist der Weg zum Heil. Wie gesagt, das soll kein Angriff sein. Das soll einfach sein, um der Wahrheit zu folgen. Weil wir sind nicht irgendein Verein oder irgendeine Gruppierung oder irgendetwas, die versuchen, die Menschen zu verblöden und zu flachsen und für dumm zu verkaufen. Das fängt nämlich schon bei anderen Organisationen, fängt das nämlich schon im Kindesalter an, wenn einem erzählt wird, da kommt irgendein Mann und versteckt Geschenke unterm Baum. Ja, da fängt die Lüge schon an. Bei uns gibt es nur die Wahrheit. Und die Wahrheit ist manchmal bitter, aber der Weg zum Paradies ist zu schaffen. Und wenn Sie vielleicht das Hindernis haben, Ihre Vorfahren waren Christen, der Prophet Sassam sagte, keiner hört von mir, von Juden und Christen, von dieser Umma, von dieser Gemeinschaft, Umma und Dawa, die aufgerufen werden, und bestätigt seinen Glauben dann nicht in dem, womit ich gesandt worden bin, außer dass er zu denjenigen gehört, die ins Höllenfeuer gehen, und die Bedeutung davon ist, für Ewigkeit. Aber was heißt von mir gehört? Heißt das, der hat den Namen Mohammed gehört, oder heißt das, er hat wirklich was von der Botschaft gehört? Das überlassen wir dem allmächtigen Gott. Allah sagt im Koran, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّ نَبْأَثَ رَسُولًا. Wir haben niemals bestraft, bis wir einen Gesandten geschickt haben. Und Allah sagt weiter, ich glaube Sure 4, Vers 115, وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Und wer sich dem Propheten entgegensetzt, nachdem ihm die Rechtleitung klar geworden ist. Und dann geht es weiter, der Vers, dass der dann in die Hölle gehen wird. Das heißt, vielleicht ihr Opa und so weiter, vielleicht haben sie diese Botschaft nicht bekommen. Aber sie müssen sich erstmal selber retten. Sie sind für sich selber abhängig. Und viele Menschen, sie haben sich von ihren Emotionen losgesagt. Sie haben mit logischem Menschenverstand die Botschaften betrachtet und haben den Islam angenommen, haben die Trinitätslehre verworfen, den Glauben an die Erbsünde verworfen und sind dem Islam gefolgt. Die Mehrheit der heutigen Muslime, die heute dem Islam folgen, was waren die früher? Welche Religion sind die gefolgt? Die meisten von ihnen, die Vorfahren von ihnen, waren früher, oder ein großer Teil, waren auch gottesfürchtige Juden und Christen gewesen. Warum betone ich das Wort gottesfürchtige? Weil dies Menschen waren, die Gott wollten. Sie wollten nicht irgendeiner Rasse angehören oder irgendeine Fahne schwenken von irgendeinem Verein oder einem Volk oder einem Land, sondern sie wollten Gott alleine, den allmächtigen Gott. Das heißt, wollen sie auch den allmächtigen Gott? Oder sagen sie, wenn ich Islam annehme, dann bin ich bei meinen Eltern unten durch. Sie müssen als allererst dem allmächtigen Gott dienen. Und nicht den allmächtigen Gott dienen, nicht irgendjemand anderen. Das ist ihre erste Sache. Schauen Sie nach der Wahrheit. Viele Menschen sind dieser Sache gefolgt. Versuchen Sie, die Wahrheit zu erkennen. Und was ein Hindernis für viele Menschen ist, folgen Sie nicht Ihren Gelüsten. Viele Menschen denken, alles was mit dem Islam, alles was die richtige Religion ist, das muss in mein von Fernseh, Talkshows beeinflussten Weltbild hineinpassen. Dann sagt er beispielsweise, ja, also im Islam ist dies verboten und das verboten und das verboten, das gefällt mir nicht, also kann Islam nicht richtig sein. Aber nicht alles, was der allmächtige Gott für sie bestimmt hat, ist ihnen auf den ersten Blick eine Freude oder ein Genuss. Zum Beispiel der allmächtige Gott hat Krankheiten erschaffen. Sind sie gerne krank? Von der menschlichen Natur ist man gerne gesund. Der allmächtige Gott hat den Tod erschaffen, sterben sie gerne. Also viele Leute, die machen die verrücktesten Operationen mit, damit sie weiterleben. Es gibt heute Forschung, die wollen eine Unendlichkeitspille erforschen, damit der Mensch unendlich leben kann. Aber Gott hat den Tod erschaffen für sie bestimmt. Gott hat Erdbeben erschaffen. Wollen sie gerne in einem Erdbeben hineinkommen? Nein. Also warum wundert es sie, dass es vielleicht Gesetze gibt im
Koran und in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam dienen auf den ersten Blick nicht in ihr verkorkstes Weltbild, von Talkshow verkorkstes Weltbild hineinpassen. Was ist, wie kommt man auf die Idee? Da sagt dann jemand, ja okay, ich muss 5 am Tag beten, da habe ich keine Lust zu. Ja, die Lust spielt hier keine Rolle, sondern es spielt hier die Rolle, was ist die Wahrheit. Sie können zum Beispiel auch nicht sagen zu Ihrem Chef, ja, der Chef sagt Ihnen beispielsweise, Sie müssen eine Krawatte tragen. Dann sagen Sie, nee, ich will keine Krawatte tragen, ich will in der Unterhose zur Arbeit kommen. Und dann müssen Sie sich da nicht wundern, wenn der Chef Sie rauswirft. Also ist die Wahrheit hat der Chef gesagt in diesem Sinne. Dann spielt es keine Rolle, was Ihre Gelüste sind. Das ist etwas, was viele Leute wirklich, was viele Leute abhält. Deswegen lesen Sie den Koran und lesen Sie den und sagen Sie, ist dies, was ich jetzt lese, ist das einfach nur etwas, was mir nicht gefällt? Oder ist das etwas, was bewiesenermaßen nicht von dem allmächtigen Gott kommen kann? Und ich garantiere Ihnen, Sie werden keinen einzigen Vers finden, wo Sie sagen werden, dies kann nicht vom allmächtigen Gott sein. Es sei denn, Sie haben ein Missverständnis und da sind wir gerne bereit, Sie aufzuklären über dieses Missverständnis. Und bitten, beten Sie zum allmächtigen Gott, heben Sie Ihre Hände zum Himmel, beten Sie nicht so oder so, denn so hat kein Prophet gebetet. Die Propheten haben entweder so gebetet oder mit dem Gesicht auf dem Boden und beten Sie zum allmächtigen Gott. Sagen Sie, o allmächtiger Gott, der du mich erschaffen hast. Ich sage nicht zu Ihnen, beten Sie zu Mohammed, weil Mohammed wird von uns nicht angebetet. Wir beten nur zum allmächtigen Gott, der mich und Sie und alles erschaffen hat. Beten Sie zum allmächtigen Gott, sagen Sie, o allmächtiger Gott, führe mich den wahren Weg. Und machen Sie dies mit einem reinen Herzen und Sie werden, inshallah, den wahren Weg finden. Subhanakallahumma bihamdik, shallu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.